Schüler, liebe Freunde der Physik. Es geht heute um die harmonische Schwingung, um harmonische Schwingungen. Eine Schwingung, deren Weg zeitgesetzt einer Sinusschwingung folgt, nennt man harmonisch. Das ist erstmal Fakt. Bei einer harmonischen Schwingung ist die sogenannte rücktreibende Kraft der Elongation, also des zeitlichen Ausschlages, proportional. Wir haben das hier mal dargestellt. Wir haben hier die Zeiten t Viertel, 2 Viertel t, also es wäre ein halb t, 3 Viertel t und 4 Viertel t. Das wäre also genau ein Umlauf für die Schwingungsdauer. Das wäre die Sinuskurve. Das wäre die maximale Ausschlag, y max, und das wäre der minimale Ausschlag. Solche harmonischen Schwingungen treten zum Beispiel auf bei, jetzt schauen wir uns das hier an, beim Uhrenpendel oder beim Fadenpendel, bei einer schwingenden Wassersäule meinetwegen, auch beim Federschwinger. Das sind alles bekannte Beispiele. Die Gleichung für die harmonische Schwingung, die lautet dann y gleich y max mal Sinus von 2pi durch groß T mal klein t, oder ich kann natürlich auch dafür schreiben Omega mal t für dieses Argument des Sinus, wobei dann eben y max die Amplitude darstellt und groß t wäre die Schwingungsdauer, klein t die normale Zeit. Gehen wir noch ein bisschen rüber. Kennt man den Zusammenhang zwischen Auslenkung y, unsere Elongation, und der Zeit t, dann lässt sich mit Hilfe der Differentialrechnung ableiten, wie sich die Geschwindigkeit bzw. wie sich dann auch die Beschleunigung mit der Zeit verändern. Das habe ich mal dargestellt. Wenn y gleich y max mal Sinus Omega t ist und ich bilde die erste Ableitung nach der Zeit, dy nach dt, dann ist das eine Konstante, die bleibt erhalten. Sinus Omega t abgeleitet ist eine verkettete Funktion. Das ist dann Omega mal Cosinus von Omega t. Und das ist die Geschwindigkeit. Also die Ableitung delta y nach delta t ist gleich v. Wenn ich diese Funktion nochmal ableite, dann habe ich ja dv nach dt und das ist dann gleich der Beschleunigung a. Das wäre dann wieder y max, ist eine Konstante. Jetzt haben wir den Cosinus abzuleiten, das ist ja minus Sinus, deshalb Minuszeichen und Omega nochmal, Omega Quadrat mal Sinus Omega t. So. Und dafür könnte ich natürlich auch kurz schreiben, dv nach dt gleich minus Omega Quadrat mal y, denn y steht hier oben. Also wäre das die verkürzte Form. Das Wegzeitgesetz lautet dann schließlich y gleich y max mal Sinus von 2pi durch groß T mal t plus phi 0 oder y gleich y max plus Omega t plus phi 0 haben wir dort geschrieben. Und diese Größe phi 0, was bedeutet die? Das ist die Phasenverschiebung. Y war der momentane Ausschlag oder wie gesagt die Elongation. Y max die Amplitude, klein t ist die laufende Zeit, groß t ist die Periode. Diese Begriffe Elongation, Amplitude etc. pp. Stammen alle aus dem Lateinischen. Die Elongation kommt von Elongatio, Amplitude, Amplitudo, Frequentia und schließlich Phasis. Ich würde sagen,